So saß ich also an der Jahreswende 1956/57 im Dunkeln, nichts ahnend, nichts wissend. Ich weiß natürlich nicht, wie ich die Welt 1957 sah. Ich weiß nur, wie ich sie heute sehe, und zwar mit diesen Augen. Dies gilt für den Dialog zweier Menschen ebenso. Und deshalb danke ich Herrn Henkel, Frau Krien und Herrn Böhringer für ihre Bereitschaft, dieses Projekt durchzuführen, wie für das Zusammenleben und die Integration von Gesellschaft und Kultur insgesamt. Schon Bonifatius berichtet im 8. Jahrhundert von badenden Slawen in Nordosthessen. Zugleich lebten im Süden des Landes vermehrt Franken. Bekannt ist natürlich nach ihnen Frankfurt, die nach ihm benannte Stadt. Wir haben andere Traditionen, die möchte ich auch dann im Wesentlichen behalten. Und die Standards können auch nicht immer geschliffen werden, denn auch bei uns hat die Arbeiterbewegung beispielsweise eine Menge
erschaffen, erkämpft, all das steht zur Disposition, wenn wir allesamt auf ein quasi dritte Weltniveau herabsinken, zumindest auf den Schnitt von, ich weiß nicht, Portugal oder sonst was. Das macht alles keinen Sinn. Also raus aus dem Euro, das dauert etwas. Das ist schon eine Frage. Also so wie es die Buddhisten beispielsweise sehen und dann die vierte, fünfte, sechste Reinkarnation erleben, dann noch in den unmöglichsten Zuständen, vielleicht als Tier, vielleicht als, ja, als was nicht noch, als Peter Maffay. Geradezu eine Horrorvorstellung. Also das finde ich jetzt auch eine angenehme Art, Porträts zu erstellen. Von daher bin ich wirklich sehr gespannt, was da jetzt inhaltlich zutage tritt bei ihm oder noch bei ihm. Weil das so was ganz Offenes ist. Das finde ich schon faszinierend. Und nun hat man also aus den Negerküssen was gemacht? Die Schokostrolche. Na, welch ein Antirassismus. Aus den exotisch-erotischen Negerküssen sind nun Schokostrolche geworden. Man stellt sich das mal vor. Wunderbar, also die Political Correctness schafft immer wieder neue Höhen. Und wer weiß, vielleicht stürzt sie da auch mal ab mit ganz unerwarteten Folgen. Ich habe kurze Ausschnitte gehört und mitbekommen. Und das waren zwei unterschiedliche Ebenen. Die eine Ebene war die Stellungnahme zu Immigranten, die man mit bestimmten Worten belegt, wie Neger, und diese Worte dann aber auch offenbar verändert hat. Mit der kritischen Frage, ob diese Veränderung der Begriffe notwendig ist. Und das kann man zu Recht fragen und darüber diskutieren, welcher Begriff stimmiger ist. Also meiner Meinung nach sind beide Begriffe stimmig, Neger sowie auch Afrikaner. Also ich habe da keine negativen Empfindungen bei Neger. Und der Begriff Negerkuss ist ja eingegangen bei uns in sehr positive, süße Produkte, die sehr gerne gegessen werden. Seltsamerweise hat man dann den Begriff Negerkuss verändert zu Negerstrolch, glaube ich, oder? Nee, zu Schokostrolch. Schokostrolch, genau. Schokostrolch war es. Und da finde ich also den Bezeichnung Negerkuss sehr viel freundlicher und zugänglicher zum Beispiel jetzt. Ja. Und da wäre das eher ein Rückschritt, diese Umbenennung. Ja. Fakt ist jedenfalls, solange das Herz schlägt, werden wir uns diesem blödsinnigen Migranten-Stadel-Soul-Gekreische widersetzen und werden kämpfen. Hail, hail, Rock'n'Roll! Wenn Mutter Beimlein auf den Strich geht und sie bringt nen Freier nach Haus, dreht sie das Elektrische, bevor sie aufschließt, auf dem Treppenabsatz aus.